Hi, ich bin die Paulina aus der Nähschule Greenberry. Heute zeige ich euch die Pfaff 807. Die Nähmaschine kommt mit einer Abdeckung, wo Clips links und rechts sind, die wir lösen können. Den Koffer kann man super für Transport benutzen, weil das ist eine sehr schwere Maschine, aber dafür ist sie stabil auf dem Tisch. Hier haben wir einen Tisch noch, dass wir dran klicken können. Hier zeige ich euch kurz mal den Mechanismus. Da gibt es einen Sprungfeder, kann man aufmachen und wieder dran klicken. Zeige ich gleich. Den Anlasser oder Gaspedal können wir auf den Boden legen. Hier ist unser Netzteil, es kommt hinten in der Maschine rein, zeige ich sofort. Als Nähanfänger kommt man sehr gut zurecht mit der Maschine. Die ist sehr einfach, hat genau die Stiche, die man braucht, näht sogar Jersey. Ja, was brauchen wir denn mehr? Ich zeige euch, wie alles geht. Die Garnhalterung klappen wir nach hinten. Hier kann man zum Beispiel auch zwei Fäden drauf tun. Wir brauchen ja nur eine, aber falls man dann Zwillingsnaht nehmen will, wäre das auch möglich. Mit den oberen Faden gehen wir einmal durch die ersten Halterungen für den Faden. Das wäre einmal hier drunter. Am besten den Faden wie Zahnseide halten, dann hier durchklicken und einmal durch die Fadenspannung. Dabei sollte auf jeden Fall der Nähfuß oben sein. Der Faden geht jetzt noch durch den Fadenhebel. Da ist ein kleines Loch. Etwas Zielsicherheit braucht man hier auf jeden Fall. Aber es kann sein, dass ihr vorher noch einen Unterfaden braucht. Und das spulen wir noch auf. Dieses Mal gehen wir mit dem Faden durch den oberen Teil hier zwischen den Fadenspannungsplatten. Die Spule sieht so aus und kommt auf unsere Spulvorrichtung. Einmal drehen, damit die einrastet. Den restlichen Faden bringen wir einmal auf unsere Spule drauf. In der Uhrrichtung kommt der Rest drauf und die Spule können wir dann nach rechts ziehen. Jetzt muss man nur noch das Handrad einmal lösen, damit die Nadel sich nicht mitbewegt beim Aufspulen. Wir drücken leicht auf Gas und spulen einmal auf. Einfach so viel Faden aufspulen, wie man braucht für das Projekt, das man nähen will. Oder ganz voll machen. Die Spule können wir nach links ziehen und wir fixieren wieder das Handrad fest. Am Freiarm befindet sich eine Tür, die man aufmachen kann. Hier unten befindet sich unsere Spulkapsel. Hier ist schon ein Faden drin, den können wir mal rausholen. Erstmal schauen wir mal, der sitzt ein bisschen fest, Fuß hoch, wieder runter und da ist er, ein bisschen klopfen, hilft immer und dann einmal rausziehen. Der neue kommt jetzt rein. Die Spule festhalten und in diese kleine Ritze rein mit dem Faden und unter diesen Plätzchen. Ich wiederhole und ihr könnt einfach mitmachen. Der Faden kommt also einmal durch diesen Schlitz und dann unter diesen Plätzchen. Das ganze Paket drehen wir um, so dass die Öffnung hier nach oben kommt und einmal hier unten rein. Die Spule muss ganz tief drin sein. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Öffnung, die ich gleich zeige, oben ist. Also genau hier, das muss oben sein. So sieht es aus. Einmal ganz tief rein und klick. Ich wiederhole einmal den oberen Faden. Von der Seite sieht man das besser. Hier hat sich der Faden ein bisschen verheddert. Da muss man gucken, dass es ordentlich ist. Und dann geht es weiter mit ein bisschen Spannung, auch durch das Spannungsgerät. Und wir können auch den Faden so halten. Dann wird es einfacher, durch den Fadenhebel zu kommen. Die Fadenführung ist sehr wichtig, weil der Faden muss auf jeden Fall hier drin in der Fadenspannung sein. Und wenn der Fadenhebel nicht dabei ist, dann hat man keine Nähte. So, unten können wir jetzt mal den Fuß nach unten bringen. Da ist der Hebel dafür. Kann man leicht hier durchgreifen und einmal runter tun. Wir benötigen den Faden in die Nadel. Also da ist das Nadelöhr. Und am besten kurz abschneiden, einmal durchschießen und mit dem Finger hinten ein bisschen seitlich halten, damit man auch den Faden hier seitlich kriegen kann. Es gibt noch eine Fadenführung, die wir noch brauchen. Das zeige ich jetzt. Der Faden kommt also hier noch durch. Mehr Tipps und Tricks zum Einfüllen gibt es im Video oben in der Ecke. Mit dem oberen Faden werden wir jetzt den unteren Faden einmal angeln. Dabei können wir sogar die Türe hier zumachen, aber ihr wollt ja alles sehen. Also, jetzt halte ich einmal den oberen Faden fest und kurbel das Handrad zu mir, bis der Fadenhebel wieder am obersten Punkt ist. Dann können wir beide Fäden einmal nach oben ziehen und unter dem Fuß platzieren.
Einmal nach vorne, ein bisschen hochheben, perfekt. Ich wiederhole das alles, damit ihr einfach nochmal sehen könnt, wie das Ganze geht, wie die Nadel nach unten kommt und den unteren Faden nach oben bringt. Mit dieser Nähmaschine kann man auch Freistickereien machen. Das heißt, man könnte hier den Transporteur nach unten legen. So sieht das dann aus. Da sieht man den Transporteur, also die Zähnchen nicht mehr. Oder wieder nach oben. Dann sieht es einmal so aus, dass die Zähne nach oben kommen. Da kippe ich ein bisschen die Maschine und dann seht ihr, da sind die. Nach der Reinigung und Ölen und vielleicht einer Reparatur schaue ich auf jeden Fall, dass die Fadenspannung funktioniert. Das heißt, ich nehme mir einen Stoff und nähe ein paar Nähte. Am besten immer in Zickzack. Weil dann sieht man am besten die Spannung. Und ich habe immer zwei verschiedene Fadenfarben und da kann ich halt sehen, welche Faden halt ein bisschen mehr Spannung braucht. Die Spannung wird ganz vorsichtig eingestellt, das heißt, man dreht nur ein bisschen, so einen halben Millimeter irgendwie, an der Fadenspannung oben. Unten kann man auch die Fadenspannung einstellen, aber das zeige ich in einem separaten Video. Und das verlinke ich euch oben in der Ecke. Aber hier auf der Maschine seht ihr, habe ich wirklich minimal, ganz wenig, ein bisschen das Ganze noch perfektioniert. Den breiten Zickzack habe ich hier auf B eingestellt, also ganz groß. Wir können den auch noch kleiner machen, bis zu Gradstich, da müssen wir aber A einstellen. Und hier haben wir noch das Knopflochprogramm, 1, 2, 3, 4. Und hier sind noch mehrere Stiche. Die grün markierte Zierstiche oder auch Stretchnähte kann man hier einstellen auf Stretch. Die Nadelposition kann ich links haben oder mittig. Und bei einem gewöhnlichen Gradstich würde ich einfach die Länge 3 benutzen. Falls man Knopflöcher nehmen will, dann muss man das Knopflochsymbol auch hier unten einstellen. Die Stichlänge 4 ist die längste Naht, die man machen kann. Vorwärts und rückwärts fahren wir am Anfang und am Ende von den Nähten, damit die nicht aufgehen. Die Sticharten kann man hier mit den verschiedenen Buchstaben auswählen und es kann man nur in eine Richtung drehen. Eine letzte Nähprobe machen wir noch zusammen. Ja, ihr könnt gerne mir einen Daumen hoch geben, falls das Video bis jetzt gut gefallen hat. Ich mache das Ganze in Zickzack, wie ihr seht, und dann kann ich gleich euch das Ganze umdrehen und zeigen. Ja, da könnte man ein bisschen mehr Spannung machen, weil der obere Faden unten zu sehen ist. Also nähe ich weiter. Punktuell drehen sollte man immer mit der Nadel drin und den Fuß hoch und dann wieder Fuß runter. Die letzte Strecke kommt jetzt und dann zeige ich euch, wie die Spannung dann ausschaut. Jetzt nehme ich einmal den dreifachen Zickzack, einfach um eine neue Naht zu ausprobieren. Dann seht ihr ein bisschen mehr, was die Maschine so hat. So sieht der aus. Und hier sieht man den schwarzen Oberfaden nicht unten. Yay! Auf dem Freiarm können wir noch den Nähtisch dran machen. Und den schiebt man hier so seitlich dran. Dann braucht man hier hinten den Hebel, den ich ganz am Anfang vom Video gezeigt hatte. Und unten drunter hier noch diesen Plastikfuß. Der muss auch drin sein, denn ist alles schön stabil. Und da kann man gut nähen. Abmachen geht es noch einfacher. Einmal rausschieben. Und fertig. Ein Nähfußwechsel ist auch ganz einfach, da muss man nur den roten Knopf drücken, dann einmal den Fuß nach unten führen, um den wieder dran zu klicken. Hier kann man noch eine Stoffführungsstange fixieren als Kantenhalterung, um besser den Stoff zu führen. Diese Nähmaschine war zur Pflege bei mir, also habe ich komplett Reinigung und Ölen gemacht. Das ist ziemlich einfach bei diesem Modell. Man kommt ganz gut dran an den Teilen. Zwei Schrauben haben wir hier oben. Unten habe ich auch schon mal alles aufgemacht. Hier sieht man auch den Mechanismus, was auch ganz cool ist. Freuen sich immer viele zu sehen. Ja, so sieht es halt aus in der Maschine. Und so wird alles umgestellt. Und wichtig ist, dass alle Teile sich gut bewegen lassen und gut geölt sind. Hier ist auch unser Spulmechanismus. Ich gucke, dass alle Räder intakt sind, alle Riemen auch intakt sind. Hier sieht man auch den Rückwärtsfad. Das war das, was kaputt war bei der Maschine. Der Transporteur hat nicht richtig funktioniert. Jetzt läuft wieder alles. Und
Ja. Falls du die gleiche Nähmaschine hast, schreib doch gerne in den Kommentaren, was du alles so genäht hast mit der. Hier unten sieht man natürlich ein bisschen mehr. Hier sieht man auch diesen Sprungfeder, den ich ausgebaut habe. Hier waren 4 Schrauben und hier ist der Sprungfeder. Mit der Zeit werden halt Sprungfedern oft lasch und muss man halt irgendwann mal ausbauen und neue dran machen. Wenn die lasch sind, dann fährt die Maschine einfach auf der Stelle, obwohl der Transporteur oben ist. Jetzt haben wir ein bisschen eingezoomt und da sieht man auf jeden Fall den Sprungfeder, der sich gut bewegen lässt. Wichtig mit dem Ölen ist es auch, dass man nicht übertreibt und dass man das richtige Öl benutzt, weil sonst kann man die Nähmaschine mehr Schaden geben, als eigentlich was gut ist. Ich freue mich riesig, dass du bis zu Ende geguckt hast. Vielleicht wirst du auch einen Nähkurs oder einen Schnittmusterkurs bei mir besuchen. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns wieder hier sehen. Mach's gut und viel Spaß beim Nähen.